Euer Gebäude wurde ausgebaut. Oh, sehr gut. Also ja, Kohle dürfte kein Problem sein, eher Gold gerade. So, da wird es mal Zeit, dass wir den Kerkermeister selber einkerkern. Ihr werdet angegriffen. Oh. Ich merke gerade, Kerkermeister Boris hat gar keine Verteidigungstürme. Das ist unpraktisch, Bube. Gebäudeausbau fertiggestellt. Ihr werdet von feindlichen Truppen angegriffen. Ah, der weiß nicht, wo er hin will, hä? Na, gucken wir mal, wann unsere Ja.
habt euer Reich erfolgreich ausgebaut. Dakorian, es tut gut, euch nach so langer Zeit wiederzusehen, aber die Zeit, des freien Laufs, das ist noch nicht gekommen. Ich habe überhaupt hier für eine Kaserne im Burschluss gefunden. Jetzt können wir eine richtige Armee aufstellen und uns den Weg von der Insel freikämpfen. Die Schiffswerft. Erbe Drakon, seid gegrüßt. Man munkelt, dass euer kleiner Gefangenenaufstand bereits die Nordinseln erfasst hat. Es freut mich zu hören, dass sich endlich jemand gegen Boris erhoben hat. Vielleicht besteht Hoffnung, dass des Handelsprinzen Krügers Tyrannei bald ein Ende findet. Eure einzige Chance, vor den Nordinseln zu fliehen, ist ein Sieg über Krüger. Nur so könnt ihr meine Schiffswerft sicher erreichen. Das ist ein wichtiger Baustein in dem Fluchtplan, den ich für euch ersonnen habe. Meine einzige Chance, vor den Nordinseln zu fliehen, ist ein Sieg über Krüger. Nur so könnt ihr meine Schiffswerft sicher erreichen. Ja. Oh, der Regen hat nachgelassen. Ihr werdet von feindlichen Truppen angegriffen. Ja, sollen sie kommen? Sag mir bitte, dass wenigstens mein Ding jetzt repariert ist. Nein, immer noch nicht. Krüger sendet gerade alles, was er hat, gegen uns. Mal sehen, wer es schneller sein wird. Mein Baumeister mit der Befestigung oder Krüger mit seiner Angreiftruppe. Das heißt, ich kann den letzten Punkt. Angriff abgeblasen, wer hätte es erwartet? Dann gehen wir gleich mal zum Gegenschlag gegen Krüger über, würde ich sagen. Wird uns viele Truppen kosten, allerdings haben wir dann wieder Platz frei für Kanonen. Und schlagen damit direkt ein Loch. Ihr werdet angegriffen. Herz. Wobei das jetzt nicht so schön ist, dass Krüger gleich einen Gegenangriff startet. Ich
Der könnte nämlich ziemlich wehtun. Vor allem, weil Krüger viel Kavallerie hat. Wobei, das schaffen wir auf jeden Fall noch. Hier gibt es auch keine Kanonengießerei bei Krüger. Hier sehe ich auch keine. Das ist Krügers Hafen. Schließt neues Land, mein Freund? Großartig. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall ein Sprungbrett, von wo aus wir Krüger dann angreifen können. Gut, sagen wir so, Krüger könnte uns auch jederzeit hier angreifen. Aber irgendwie glaube ich das noch nicht ganz dran.
Kein Schaden. Ja, es gibt ja auch keine Verteidigungstürme hier. Es gibt nur das königliche Schlachthaus.